Team Go Rocket Rüpel Schilling ist zurück, diesmal mit Best Buddy Razav. Das hatte ich beim vorherigen Mal, als ich das irgendwann verwendet habe, noch nicht komplett fertig. Jetzt hätte ich auch genügend XL, um das noch weiter zu pushen. Jedoch, genau, mit dem werde ich heute in der Hyperliga spielen. Natürlich wieder im richtigen Outfit, denn das Update hat nichts geändert, außer es, wenn dann nur noch verschlechtert. Und wir spielen mit Razav vorne, dann Relaxo. Schlaraffle würde ich auch gerne machen, doch das dauert mir zu lange. Die ganzen Bodies... Nein, stopp, links oben. Falsches Relaxo. Okay, denn das ist mein altes und das ist mein neues Krypto und Krypto finde ich in der Hyperliga viel besser. Deshalb verwenden wir das hier. Genau. Jo, also dauert mir zu lange, zu viele Ladeattacken und nach jeder Ladeattacke bekommen die Gegner 2 Sofortattacken, wenn man gegen mich spielt, deshalb... muss ich das tunlichst vermeiden. Ich habe hier Nahkampf und Nachthieb drauf. Mal schauen, ob die Gegner wissen, dass ich hier Nachthieb drauf habe. Das wäre gut, wenn sie es nicht wissen. Und ich werde nämlich bei 7 einsetzen, wo es kein Gleichstand sein kann. Und jetzt nämlich flott abhauen. So, perfekt. Schade, du machst noch eine Sofortattacke, also habe ich nicht abgefangen. Der Wechsel war aber instant. Der war genial. So, dein Dreier-Move und dann auf einmal war das Alola Vulnonas sofortig da mit schon einem Pulverschnee. Das gefällt mir. Okay, letztes Pokémon. Auch eines von diesen üblichen XL-Dingern, die wir hier haben. Denn vorne so XL, Apokalyp. Jo, mein Razav hat es hier schwer gegen dieses Team. Schon mal, aber das werden wir irgendwie machen. Nahkampf tut weh. Doch leider... ja, will ich Kraftkoloss machen? Das macht so ein bisschen mehr. Doch, nein, dann bin ich, glaube ich, in Reichweite, wo ein Meteorologe noch reicht. Ich meine, vermutlich reicht er jetzt sowieso. Aber dann kannst du vielleicht sogar ein bisschen mehr farmen. Schauen wir mal, eventuell schilde ich sogar. Was ist mein letztes Pokémon? Weil Reiser ist nicht so gut gegen Apokalyp. Mies, ich hätte nicht wechseln sollen eigentlich. Okay. Ich glaube, ich hätte das Relaxo schon noch gerne. Deshalb machen wir Folgendes. Ich schilde das. Gehe jetzt hier rein und schauen wir einfach mal, was passiert. Okay. Das ist ultra riskant. Schade, aber ich tue es trotzdem. Vor allem, also jetzt wirst du nicht schilden. Wenn du die Attacke schon davor rausbekommen hast... das ist sehr riskant, aber das ist die Season, wo alles egal ist. Auch Niantic ist alles egal. Und deshalb... warum? Du hast so gute Karten gegen mich in der Hand. Heieieiei. Du hast so gute Karten gegen mich in der Hand und jetzt gehe ich hier sowieso auf. Die... nein, das war dann... das letzte Pokémon war kein heftiges XL. Ja... aber immerhin erreiche ich das noch, rein theoretisch. In der Regel erreiche ich es doch nicht, aber man sollte es erreichen. So wie das Spiel funktionieren sollte. Oh, da hätte ich noch einen weiteren Eisspeer gepackt. Na gut, kann man nichts machen. Das... jetzt ist es verloren. Jetzt ist es leider verloren. Davor habe ich vielleicht noch den Hauch einer Chance gesehen, aber schauen wir mal. Die Schlecker gegen Apokalyp darf man nicht unterschätzen und einen Nachthieb hat das Ding ja schon drauf. Von daher... oh, okay. Okay. Ich muss noch drücken, weil vielleicht muss man hier noch drücken. Okay. Ich meine, geändert hätte es nichts, aber nur so, zumindest für die Wirkung irgendwie. Ist ja doch ein bisschen traurig, oder? Also, wir schilden, es ist sowieso egal. Irgendwann müssen wir schilden, ein anderes Pokémon schafft keine Attacke mehr. Okay, du hast Eisstrahl. Dann war hier die Pause. Na und, da war schon eine Bürde extra drauf. Freut uns. So, da machen wir ein bisschen schneller. Na und klicken links oben. Und auf zum nächsten Kampf. Heieiei, ich würde auch gerne ein paar Bürden machen, wenn die Gegner noch den Schild anschauen. Aber genau. Oh, ich bin echt enttäuscht. Ich meine, ich war geduldig. Wir warten jetzt schon. Melmetal Exploit liegt schon länger als ein Jahr in der Vergangenheit. Und das ist das Update, wo steht... yo, Sofortattacken. Zum größten Teil behoben, das Wichtigste so. Aber nö, ich merke nichts. Wir merken gar nichts. Okay, wir setzen einmal Nachthieb ein. Und gehen danach wieder in Relaxo rüber.
Ja, also ich wäre entspannter, wenn Sie noch nicht geschrieben hätten, dass jetzt die Fehler behoben sein sollten. Aber das ist leider so. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Das ist es, worauf Pascal monatelang in seiner Freistunde immer programmiert hat. Seht euch das an, ich bin Krypto und Stromstoß befördert mich nicht mal in den kritischen Bereich. So, überlebe ich noch zwei Eisperre? Nein, oder? Nur noch... Nö, überlebe ich nicht. 1, 2, 3, 4. Hoffentlich irgendwie so im Gleichstand. Denn ansonsten könntest du jetzt vielleicht sogar noch extra Energie holen. Oh, das war nicht im Gleichstand. Aber jetzt machen wir das so. Na und schwächen uns nochmal ab, dass du nicht so viel farmen kannst. Und dann könnte ich aber Valreise reinholen. Oh, jedes Mal die Pause, nach jeder Attacke. Ich raff's nicht. Okay, du bist auf 0 Schilden. Drück blind. Okay, das ist nicht blind gedrückt, du hast noch gewartet. Könnte jetzt schon das Erdbeben sein, schauen wir mal, was du mir so anzubieten hast. Es ist ein Eissperr, wieder mit der Pause. Holt euch eine kleine Jause. Oh, dreifach Pulverschnee. Ah, es ist echt traurig. Es fehlen einem einfach die Worte. Und nächste Pause. Ich glaube, ich muss das Update wieder löschen. Und wieder Doppelpulverschnee. Oh, Niantic! Bitte mach nicht so viele Ladeattacken. Du schaffst nach jeder noch 3 Pulverschnee. Das kann doch keiner machen. So, oh, diesmal war keine Pause. Krass. Krasse Nummer. Okay. Schon langsam tun die aber weh irgendwie. Boah, dieser Dreifach-Pulverschnee nach deiner Ladeattacke, muss man bedenken, wo man nicht unsichtbar ausholen kann. Ah, es ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll hier mit PvP. Ich dachte echt, jetzt wird's passieren. Das Update ist da. In den Patchnotes steht, das Update ist da. Es ist es. Sofortattacken. Behoben. Nö. Muss ich sagen, leider nein. Da wurde gar nichts behoben. Meine Damen und Herren, in der letzten Reihe bleiben Sie sitzen. Freuen Sie sich noch nicht. Freuen Sie sich nicht zu früh. Okay, jetzt werden wir herausfinden, wie viel ein Nachthieb macht. Wir dürfen nur nicht zu viele Attacken in Summe einsetzen. Weil ich komme mit den Dunkelklauen nicht hinterher. Bitte keine Pause. Oh, ohne Pause, sehr schön. Einen Nachthieb brauchen wir noch. Na, oder hebe ich mir das für Valreise auf? Hier dann einmal schildig, schauen wir mal. Dann zwinge ich dich dazu, relativ schnell Energie auszugeben. Wäre nur ein Surfer gewesen, schade. Ich müsste den Gleichstand gewinnen, oder? Oh, perfekt. Sehr schön. Ich glaube, jetzt können wir das noch machen. Jetzt können wir das noch machen. Aber wie will ich es machen? Ich glaube einfach auf Nahkampf. Und genau. Hey, noch nicht aufgeben. Vielleicht ist es so wie bei Valreise, wo du 7 Attacken in Summe dann extra schaffst. Ich meine, 7 hört sich jetzt viel an, aber das eine Mal der Triple Pulverschnee, wo ich einen mache, da summiert sich schon irgendwas und dann in Summe hast du 7 Pulverschnee mehr. Ist doch nicht schlecht, oder? Ist schon fast ein Erdbeben. Ordentliche Rabattaktion hier. Der April macht, was er will. Nach dem Motto leben wir hier. Aber Razav gefällt mir irgendwie dadurch, dass es Nachthieb hat. Ich meine, gut, wo ist der Unterschied zwischen Lauchzelot? Eigentlich nirgendwo, außer dass Lauchzelot keine XL-Bonbons benötigen würde. Ich muss sagen, ich war schon wieder ein bisschen überrascht davon, dass du mich so krass denied hast. Dieses Quappo zerlegt mich irgendwie von vorne bis hinten. Leider schildest du. Gehen wir mal hier rüber und schilden den Wuchtschlag nicht. Genau, am Anfang, Gegner wechselt und ist synchron mit mir. Aber nur, wenn ihr der Gegner seid. Wenn ihr das selbst macht, dann seid ihr leider immer hinten nach. Quappo ist nervig. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Na gut, schilden wir einmal in der Hoffnung. Na, keine Ahnung, was die Hoffnung jetzt sein soll. Ich müsste eigentlich auf Kraftkoloss, um dich zu besiegen, glaube ich. Aber schauen wir mal, vielleicht muss ich ein zweites Mal schilden. Ich würde schon gerne mit Razav gegen... Boah, schade. Auf der anderen Seite. Jetzt mit Valreise runterfarmen. Oh, nö, schade, das ist... Der Wechsel war mies, da konnte ich dich nicht bestrafen. Mit nichts und niemandem. Quappo einfach reingeholt. Na gut.
Ich hoffe, ich kann runterfarmen, ohne einen Wuchtschlag abzubekommen. Oh, köstlich. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Und das ist ein Stahlober. Ich werde erst gar nicht auf Erdbeben gehen. Stahlober hält nichts aus. Das ist so wie eine effektive Attacke gegen Galaflunschlick. Deshalb machen wir das. So, und schauen einfach mal, was du als Bestrafung hast. Okay, Gegner stoppt auch mal ein bisschen. Ich werde es sofort einsetzen. Eine zweite schaffe ich sowieso nicht und dann hast du weniger zum Farmen. Jetzt kennst du leider schon mein Moveset, dass ich Nahkampf habe. Normalerweise kann man hier auch Kreuzhieb haben. Na und Chill ist natürlich. Na, alles klar. Habe ich sehr gut gemacht. Wieso schildest du das? Wie kannst du nur? Na gut. Ich... Du willst mich wohl irgendwie im Gleichstand erwischen. So einer bist du. Oder so eine bist du. Würde mir aber gerne noch ein bisschen... Okay, das ist nicht sehr effektiv, muss ich dir sagen. So, jetzt habe ich 100 Energie. Mehr kann man sich nicht holen. Und jetzt hoffe ich aber, dass das besiegt. Na, oder es besiegt nicht und ich kann noch ein bisschen farmen. Aber... schade. Ich kann nicht schilden. Ich kann nicht schilden. Also ich kann rein theoretisch schilden, aber ich kann es mir nicht erlauben zu schilden. Und es ist nochmal der Meteorologe. Dann hast du wohl Zauberschein. Na und? Gute Nacht, Stahlober. So. Ja, dadurch, dass ich Nahkampf schon gezeigt habe, sozusagen, war das dann ein einfacher Schild für dieses Vulnona. Aber hat dann doch noch irgendwie geklappt. Deshalb hat man, wenn man Charm hat, hat man Psychoschock als zweite Attacke. Nicht Meteorologe. Also, Meteorologe schon, aber nicht Zauberschein, meine ich, weil mit Charm hat man sowieso schon so viel Fehlschaden und bis man mit Charm Zauberschein aufgeladen hat, ist das Pokémon in der Regel schon runtergecharmt. Ich bin ein großer Fan von Psychoschock, wenn man mit Charm spielt. So, Sumpex. Okay. Krypto noch dazu, was meint ihr? Wirst du gleich einsetzen? Oh yes, du tust es. Und das ist mal fein. Du hast bestimmt eine Antwort dagegen. Vielleicht ein Trombog oder so, obwohl dagegen komme ich auch sehr gut an. Oh, das ist mies. Mhm. Schauen wir mal, 7 und 8. Aber immerhin haben wir dann schon mal das Kampf-Pokémon, unter Anführungszeichen, welches gar kein Kampf-Pokémon ist, aber eine Kampfattacke hat, rausgelockt. Viel Ender. Alles klar, das respektiere ich. Und ich erreiche hier gar nichts mehr dann gegen dich. So. Ich habe aber hier ein bisschen Energie. Und ich glaube, ich werde einmal schilden und runterfarmen, glaube ich. Nahkampf wollte ich nicht einsetzen, ich will mich nicht abschwächen. Ich werde einmal schilden und runterfarmen. Oh, das war so nicht geplant. Okay. Das war so nicht geplant. Dann schauen wir mal. Jetzt brauche ich ordentlich Druck auf das Sumpex auf. Wenn du jetzt nicht eine harte Bestrafung gegen mich hast, die mich zum... Unsichtbar ausgeholt, okay. Die mich zum Rauswechseln zwingt. Nö. Das ist keine harte Bestrafung gegen mich, die mich zum Rauswechseln zwingt. Aber da hätte ich auch das Relaxo dagegen. Nee, mach die Pause weg. Mach doch die Pause weg. Bitte. Der macht schon 5 Feuer, oder? Mach die Pause weg. Ich werde aber jetzt nicht irgendwie... Jedes Mal diese Pause. Einfach jedes Mal diese Pause. Es ist zu krass. Es ist wirklich zu heftig. Ich weiß nicht, die ist seit dem Update noch krasser da als je zuvor. Kann ich das Update irgendwie rückgängig machen? Also ernsthaft, kann man das? Und wieder Pause. Kann man das irgendwo rückgängig machen? Würde ich gerne. 4. Jetzt hast du Aquahobitze. Wirst du den 500 IQ-Move machen und auf Erdbeben gehen? Schauen wir mal, ich werde genau mitzählen. So, du schildest direkt. 5, 6, 7 und 8. Ich habe irgendwie ein bisschen zu wenige KP auf Razaf, als dass ich runterfarmen könnte. Ist so ein bisschen mein Problem. Oh yes, okay, du bist bei 9, 10, 11 setzen wir ein. Jawohl. Also es kann belohnend sein, auf Erdbeben zu gehen, aber wenn man das als Gegner riecht, dann ist es leider die falsche Wahl. Da sind dann 2 Aquahobitzen doch sicherer. 2 Aquahobitzen brauchen mehr Energie als ein Erdbeben.
Doch, bezüglich der Schilder, ich kann mich dann nicht umentscheiden. Oh nein, Erdbebenmoment, das hätte ich geschildert. Na, Aqua bitte nicht. Das ist immer die Sache. Also, ich glaube, auf Android kann man sich einfach die alte APK runterladen, weil noch ist es nicht forciert. Eventuell, das ist noch der allerletzte Hoffnungsschimmer, wodurch es vielleicht weniger Salz geben könnte in Zukunft. Weil ihr habt jetzt echt schon genug von mir für die nächsten Wochen und Monate an Haushaltsbedarf Salz. Ne, eventuell dauert es noch so lange, bis Niantic das Update forciert. Sprich, man muss es runterladen, um weiterspielen zu können. Das ist aktuell, glaube ich, noch nicht der Fall. Vielleicht wird dann erst wirklich der Schalter umgelegt. Aber schauen wir mal. So, die Führungen mag Rasafalle irgendwie nicht so sehr, muss ich sagen. Ich meine, Nachthieb, das macht auch schon ein bisschen was. Doch meine Sofortattacken gar nichts und ich halte nicht so viel aus. Von daher, ja, so, genau bei Spukball abgefangen. Also, ich glaube, da warst du gar eins drüber. Jedoch, schauen wir mal, ob du... Nö, Köders natürlich. Aber immerhin darauf aufgebaut, okay? Das ist wichtig. Man muss darauf aufbauen. Schöne Shiny, 4 und die 5. Okay, schönes Shiny. Das muss ich sagen. Ich glaube, ich setze sofort ein, dass du weniger farmen kannst, oder? Weil 2 erreiche ich nicht. Du hast so schnell gewechselt. Yo, auf jeden Fall. Sofort einsetzen. So. Du bist jetzt bei 7. Da bekomme ich auf jeden Fall eine Attacke. Oh, okay. 8, 9. Dann ist das Ding auf jeden Fall mal beseitigt. Außer, also, kommt drauf an, ob ich beginne, wenn ich jetzt reinkomme. Also, bitte kämpfen. Dankeschön. Wow, wir machen beide einen Konter. Heftig. Eventuell ist das Update ja doch schon live. Dann schauen wir mal. Du hast schon 2 Pokémon, die halbwegs gut gegen Valreiser sind. Ich glaube, ich werde nicht chillen, weil ich schon so wenige KP habe. Wieder die Pause. Und hier, man sieht... Oh, ich bekomme sogar den Boost, aber... Davon will ich mich jetzt nicht leiten lassen. Du würdest die nächsten Samenbomben vor mir erreichen, glaube ich, oder gleichzeitig. So, na und raus hier. Jetzt stehst du für eine Sofortattacke rum. Das freut mich extrem. Definitiv. Das gleicht alles andere wieder aus und da freut man sich. Ja, den Kampf jetzt nur gewonnen, weil der Gegner Probleme hatte. Und den nur verloren, weil ich Probleme hatte. Und einen Fernkampf gab es leider schon seit Wochen nicht mehr. Da freut man sich immer. So, was bist du? Oh, Cresselia, das ist nicht schön. Aber ich glaube, das könnte noch was werden. Strauchler ist zwar effektiv, aber schwache Attacke, du bist nicht vom Typ. Dingenskirchen. Wow, das hingegen macht auch nicht viel. Das macht, wow, echt nicht viel. Da bin ich jetzt noch gespannt, wie das wird, was das wird. Ich will die extra Attacke, komm. Wieso setzt du nicht ein? Jawohl, da ist sie auch schon. Ich weiß nicht, macht es einen Unterschied, ob ich die erste oder die zweite... Oh, du hast Seher. Okay. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. So, abfangen könnte ich irgendwann, aber das könnte dann auch riskant sein. Weil, wenn es nicht klappt, farmst du dann einfach runter und wir sind in der Regel sowieso meistens nicht synchron. Deshalb schauen wir mal. Gut, das wird gut. Du setzt noch immer nicht ein. Du hast vermutlich Angst davor, dass ich abfange. Deshalb, genau deshalb machen wir es einfach, oder? Ich mache noch 2. Machen wir noch 2. Und, oh, das war der Fehler. Das war der Fehler. Der hat mich jetzt gekostet. Das war der Fehler. Warum tue ich es auch? Ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwas in mir hat gesagt, komm, du musst versuchen abzufangen. Jetzt ist nämlich das Problem, jetzt kannst du dann schon bald abfangen. Und ich werde einsetzen. Okay. Gut. Hat irgendwie geklappt. Anscheinend. Leute, bitte niemals abfangen versuchen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dass der Gegner jetzt einsetzen wird. Und Chisili, Tromborg. Wie viele Eissperre hat dieses Cresselia geschluckt? Waren es 8 oder 17? Irgendwie irgendeine Zahl dazwischen. Cresselia hält echt viel aus, vor allem wenn man optimierte IV hat. Naja. Und weil ich gegen Stahlbohr gekämpft habe oder so, bekomme ich hier jetzt ein Roto-Murf. Passt, sitzt und hat Luft. Level 50 Rasaf. Bin sehr unzufrieden mit dem Spiel, aber das ist nichts Neues. Na gut,
dann warte ich mal darauf, bis das Update forciert ist und danach schauen wir weiter, ob es irgendwie besser wurde. Aber meine Hoffnungen sind komplett im Keller. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.